Murat, ja, Kind 3:1 gegen Servette. Hoch überlegen, FC Luzern, kann man so sagen. Ihr kommt immer besser in Fahrt gegen Ende Saison, gegen den Cup-Finale. Ja, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt unsere Leistung oder auch die Meisterschaft für den Cup-Finale das Tempo und den Rhythmus hochhalten. Und das ist wichtig, dass wir auch gerade im Spiel dominant auftreten, auch Goal schießen. Das bringt alles für einen grossen Selbstvertrauen. Man hat das Gefühl, die Mannschaft ist wie befreit ein bisschen. Ist es fast einfacher, eine Mannschaft auf ein Spiel einzustellen, wenn es um nicht mehr so viel geht in der Meisterschaft? Nein, es geht um sehr viel. Wir haben den zweiten Platz uns festsetzen. Und da braucht es jede Woche eine Top-Leistung. Und da müssen wir dann auch über Grenzen gehen. Weil zumal auch gerade im Cup-Finale müssen wir bereit sein. Und da müssen wir jedes Wochenende Vollgas geben. Ihr ehemaliger Trainer Christian Gross hat gesagt, es ist wichtig, dass man das Stadion kennt. Jetzt spielen sie in IB, also gegen IB in Bern, im Stade Suisse, da können Sie schon mal das Stadion kennenlernen für das Cup-Finale. Das ist ein Vorteil. Ja, wir haben 10 Tage vorher noch das Meisterspiel gegen IB und das ist klar, das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Wir müssen am Spieltag bereit sein und das ist das Einzige, was zählt. Es hat einige Wechsel gegeben in der letzten Zeit beim FC Luzern, also im Hintergrund Heinz Herrmann, der neu gekommen ist, ein neuer Präsident. Ist das jetzt eine Vorfreude auf eine neue Ära beim FC Luzern oder doch ein bisschen Unsicherheit, wie es hier weitergeht? Nein, es gibt keine Unsicherheit. Wir haben, glaube schon die ganze Saison mit irgendwelchen Wechseln, Veränderungen. Wichtig ist einfach, dass es Verbesserungen gibt. Und ich glaube, da hat der Club jederzeit immer gut reagiert und auch im richtigen Moment entschieden. Und ich glaube, das ist alles zum Wohl vom FC Luzern. Und da sind wir auf dem richtigen Weg.